Herzlich willkommen, ja, zu endlich einem neuen App-Test und zwar von Earn to Die, einem Zombie-Spiel, in dem man einfach von den Zombies entkommen muss oder mehr oder weniger sie umfahren muss. So, wir starten jetzt einmal mit der Story. Damn, they're everywhere. Attention all survivors! Exodus Military Base speaking. Proceed to Airfield B-13 for an emergency evacuation. Hurry! We'll hold back as long as we can! This is my chance to escape. I need a car. Any car. Damn, they're everywhere. So, jetzt sind wir ja auch schon bei der ersten Mission und wie ihr gerade gesehen habt, müssen wir hier zu so einem Stützpunkt sozusagen. Und hier wird mir blinkend angezeigt, dass ich mir Reifen kaufen soll. Okay, und nachdanken. So. Und go. Okay, dann fahren wir jetzt einmal los mit unserem coolen Auto hier und der Zombie hier hat sich von uns mitnehmen lassen. Oh, naja, weit sind wir jetzt nicht gekommen. Dafür haben wir aber Geld bekommen und zwar $41. Okay, da können wir uns hier ein neues Getriebe kaufen und wir smashen die hier alle ziemlich weg. Und wow, ein Abgrund. Und der PC ist schon wieder aus. Aber wir sind auf jeden Fall viel weiter gekommen als beim vorigen Mal. Und jetzt können wir uns einen neuen Motor kaufen. Okay. Dass hier solche eckigen Hügel sind in der Wüste. Schon extrem. Und der Berg hier, der. Da kommen wir nicht drauf. Was können wir denn jetzt noch? Wir können hier noch bessere Reifen kaufen. Und einen noch größeren Tank. So, und auf ein neues. Hier wieder drüber. Und niedergesmashed. Die Reifen sind ja jetzt schon gleich groß wie hier diese Löcher. Sind auf jeden Fall schon richtige Wüstenreifen. Und wir haben es gerade über den Berg geschafft. Und nicht mehr ganz über den nächsten. Aber dafür haben wir $100 bekommen. Nein, ich rate später. So. Hier. Zombie-Kit. Da holen wir uns gleich einmal einen. Und dann schauen wir, vielleicht schaffen wir es jetzt hier den Tank, ja, den Tank voll zu bekommen. Und go! So, jetzt haben wir hier vorne so einen Schutz sozusagen, mit dem wir die Zombies schneller wegsmashen können. Und hier sieht man es wieder gut, die Reifen sind ja schon fast so groß wie die Löcher. Aber das ist auch schon der letzte Reifen, glaube ich, gewesen, ja. Also größer werden sie nicht mehr. Amazing! Und bam. Oh, jetzt sind wir hier über den zweiten Berg auch schon. Und hier die ganzen Kisten stehen im Weg und wieder nicht weiter geschafft. Wir können ja noch die Shotgun hier ausmaxen. So, und jetzt würde ich sagen, wir schauen, dass wir jetzt die $500 zusammenbekommen, damit wir das nächste Auto kaufen können. So. Da waren jetzt wieder diese komischen Ecken im Berg. Oh, jetzt bin ich irgendwie ziemlich abgehoben. Oh, mit diesem Boost. So. Und unser Tank ist auch schon wieder leer. Das kann nichts. Wir sind nicht einmal so weit gekommen. Okay, genauso weit gekommen wie vorher.
Dafür haben wir jetzt 500 und wir können den nächsten Wagen kaufen. So, das ist jetzt ein Hippie-Bus. Der geht aber auch schon ziemlich ab. Für das es ein Bus ist. Wow, der ist noch gar nicht ausgebaut. Mal schauen, wie weit wir mit dem kommen. Im Gegensatz zum anderen Auto ziemlich weit. Wir haben gleich die Hälfte. Mehr als die Hälfte. Oh mein Gott, das fährt ja viel weiter als das andere Auto schon fast ausgebaut. Das fährt fast gleich weit wie unser anderes Auto. Obwohl das jetzt noch gar nicht ausgebaut ist. Okay, was machen wir als erstes? Natürlich den Tank größer machen. So. Und jetzt müssten wir eigentlich direkt ins Ziel kommen. Könnte sich fast ausgehen. Und hier die Berglandschaft im Hintergrund ist auch so schön gezeichnet. Wunderschön gezeichnet. Und wir smashen hier die Zombies vor dieser wunderschön gezeichneten Berglandschaft. Wow. Das hat jetzt fast kein gutes Ende genommen. Und jetzt haben wir auch irgendwie nicht mehr so viel Benzin. Ja, ist schon aus. Aber wir rollen noch, oder wie? Ja, wir rollen noch. Oh mein Gott. Haben wir noch? Nein, es war schon aus. Okay, wir rollen nur mehr da dagegen. Was können wir noch jetzt? Genau, es gibt Getriebe. Und den Tank erweitern. Okay. Was ich vielleicht, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, aber das Spiel kostet was. Es gibt, glaube ich, ja, es gibt eine Demo, aber da kann man nicht alles ausprobieren oder so, irgendwie war das. Und das Spiel kostet was und ich habe mir das schon vor Jahren einmal gekauft und jetzt habe ich mir gedacht, da könnte ich doch einen App-Test machen. Das ist nämlich, also wie ihr jetzt gerade ja seht, ist richtig lustig und ja, ist, kann man auch nach Jahren wieder mal spielen. Deswegen dachte ich mir, mache ich einmal so einen App-Test über dieses Spiel. Ich habe es damals auch durchgespielt gehabt dann. Deswegen weiß ich auch schon ungefähr, was uns erwartet, aber das verrate ich natürlich noch nicht. Das ist ja die Spannung genommen. Die nicht vorhandene Spannung. So. Hier hinüber. Exzellent. So. Sonst ist es ja wirklich. Wow. Oh verdammt. Wow. Okay. Jetzt. Ja, awesome. Und durch. Ja. Yeah. Endlich. Und hier noch so eine. Wow. Das könnte sich durchaus ausgehen. Es muss sich ausgehen. Ja. Und wir sind da. Checkpoint reached. Okay. Und wo geht's jetzt hin? Desert Dash. Okay. Gehen wir zuerst einmal in die Garage. Und jetzt haben wir 590 bekommen. Was können wir jetzt hier? Also ein Zombie-Kit machen wir jetzt direkt einmal drauf. Die Spitzen schauen hier schon ganz freundlich aus. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht in Desert Dash. Ja, nicht viel anders bis jetzt. Immer noch Zombies und über Zombies, die wir hier aufspießen. So. Oh, das waren jetzt andere Kisten. Die sind schwerer. Wow. Schwerer zu durchfahren. Aber es funktioniert noch immer. Wow. Und hier diese Zusammensetzungen waren vorher auf jeden Fall auch nicht. 800. Das beste Getriebe hier einbauen. Und jetzt sollte es doch besser gehen. Auch als immer nur zum gleichen Punkt. Ein wenig weiter könnten wir doch kommen mit dem neuen Motor. Das wäre nicht schlecht. So, und zwar hier. Ja, hier kommen wir jetzt drüber. Und dann, ja, noch ein bisschen weiter. So. Es
600. Wir können uns hier jetzt die letzten Reifen kaufen. Das waren gar nicht die Standardreifen. Ja. Und dann heißt es, den Turbo weiter ausbauen. Oh. Und zup. Und zup. Dann könnten wir, hier gibt es nämlich auch eine Maschinenpistole drauf. Wow, abgehakt. Mit der können wir dann auch ziemlich die Zombies hier zermetzeln. Aber hier links oben seht ihr die Munitionsanzeige. Die wird, glaube ich, also ist meistens ziemlich niedrig. Das heißt, wir haben meistens nur so 10 Schuss oder so. Wow, wir haben gerade 700 bekommen. $700. Das ist ziemlich viel. Und wir können jetzt hier direkt einmal diese Maschinenpistole hinaufbauen, nur zum Herzeigen einmal. Das seht ihr hier, die ist jetzt da vorne oben und zermetzelt jetzt hier die Zombies, aber ich glaube, die hatten nur so einen Schuss oder was hat sie jetzt gehabt. Auf jeden Fall nicht viel. Die ist gleich am Anfang leer. Aber ein wenig bringt sich sicher, wenn die Zombies schon im Voraus dort sind. 800, wir können jetzt hier dieses interessante Ding kaufen. Sieht aus wie so ein Krokodilskopf aus Eisen. Mal schauen, ob der dann, ja, der zerhackt auch einfach alles. Das sieht ja gut aus. Wow. Fahren ja einfach durch die Zombies, die werden jetzt zerschreddert. Zack, zack, zack. Okay, keine Chance. Wow, 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 wow. Aber die haben uns trotzdem gestoppt und wir haben 1000 bekommen. Dann können wir hier dieses Ding hier noch voll machen. Hier bekommt man 5% plus 5% Energy Power, wenn man das hier maximal ausbaut. So, und hier wieder durch. Das muss man dann mal auf sich nehmen. Und wir sind hier durchgefahren. Yay! Und haben gleich einmal 2 Kisten aufgeladen. Und bekommen 1000. Das heißt, wir haben genug Geld, um diese coole Karre jetzt hier zu kaufen. Und hier auch noch etwas mehr Tank kaufen. So, oh. Der geht auf jeden Fall auch ab. Mit seinem Feuerstreifen sieht das auch ganz cool aus. Dadurch. Hierdurch. Dadurch. So. Hinauf. Und ja, den hat sie zerrissen. Da. Wie die hier stehen, wie aufgestellt. Berg hinauf. Und davor. So. Wir können jetzt unseren Tank größer machen. So. Schauen wir mal, was gibt es denn hier noch für Autos? Ein Schulbus, ein Truck und dann hier, wow. Dieses Gerät. Ja, und wenn ihr es weiter wissen wollt, wie es weitergeht, wie man mit den anderen Autos fährt, dann würde ich sagen, müsst ihr euch leider das Spiel selber kaufen, da das sonst etwas länger dauern würde. Und ich jetzt eh schon fast eine halbe Stunde aufgenommen habe. Ja. Ich hoffe, euch gefällt's. Mir gefällt's auf jeden Fall. Es ist ziemlich cool. Aber ja, das müsst ihr selber wissen. Ciao.